Willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 19 auf unserem schönen Pferdehof Felsbrunn. Mit dabei ist der Mike, MZ80. Halli, hallo, hallöchen. Und da es ihm nun mittlerweile die Stimme verschlagen hat, muss ich ein bisschen mehr sprechen. Das war ja das letzte Mal gerade andersrum. Ja, heute schauen wir uns ein bisschen so die Pferde an. Wir haben ja eher nur geritten in den letzten zwei Folgen. Aber ich würde euch gerne mal auch zeigen, es hat sich einige Fragen gestellt hier, genau wegen der Versorgung, wie das genau funktioniert. Und ich öffne jetzt da mal das Menü. Also ihr habt ja hier das große Menü, wo ihr die Tiere hier wie bei mir jetzt alle seht. Bei jedem Tier steht 100%. Das heißt, dass ich sie täglich geritten habe zu 100%. Das setzt sich dann immer Tag für Tag auf Null zurück. Was ich noch nicht ganz sicher bin, ist, ob sich das Training, wenn ihr die jetzt nicht reiten solltet, ob sich das dann zurückstellt, also der Wert des Tieres sich vermindert. Das habe ich noch nicht getestet. Und ihr seht auch, dass hier die Preise je nach Tier ganz unterschiedlich ausfallen. Also wenn ich die jetzt verkaufen würde, das handelt sich hier wirklich von 900 Euro bis auf, ich glaube, 27.000. Ja, 27.000 geht das da, variiert das Ganze. Was wurde sonst noch gefragt? Ich bin gerade am Überlegen. Beim täglichen Reiten. Ich habe oft immer gelesen, es geht 10 reale Minuten. Also 10 Minuten in Echtzeit, wo man ein Pferd reiten muss, das stimmt also nicht. Das sind vielleicht 4 bis 5 Minuten, dann habt ihr die 100% erreicht. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr jetzt hier so galoppiert, ob ihr im schönen Trab so ein bisschen über die Map oder ob ihr einfach nur im Gehen die Tiere bewegt. Das spielt absolut keine Rolle. Also ich dachte zu Beginn auch, wenn ich jetzt da hier voll über die Felder galoppiere und springe und reite und mache und tue, geht das viel schneller. Es spielt also überhaupt keine Rolle. Die Zeit bleibt, es muss sich einfach bewegen. Was ich negativ finde, ist, dass da im Moment, kommt sicher noch, nicht die Möglichkeit besteht, irgendwie eine Option, dass das zum Beispiel wie ein Helfer erledigen könnte oder dass man was bauen könnte, wo man die Pferde vielleicht einspannen könnte, dass die Bewegung haben. Weil jetzt, ich habe mir einen Hof hier gekauft mit 16 Pferden und wenn ich jetzt das 16 Pferde jeden Tag auf 100% ausreiten möchte, bin ich schon eine Ewigkeit dran. Und das ist so ein bisschen, klar, der Ertrag ist ja dann riesig. So sehen möchte. Aber ich habe jetzt ja Mike, der kann mir jetzt helfen mit Reiten. Ja, genau. Aber du siehst jetzt, ob schon du auch Farmmanager bist, bei mir siehst du ja nicht, wie weit die sind, oder? Nein, ihr müsst Pro ihr Video anschauen, damit ihr seht, das Menü seht. Ich sehe ihre Pferde nicht. Ich sehe kann ihre Tiere, obwohl ich bei ihrer Farmmanager bin, kann ich nicht sehen. Aber ich weiß gar nicht, habe ich mich überhaupt eingeloggt? Das ist natürlich, also als Admin nicht. Du bist einfach ja als Farmmanager. Ich kann aber auch nichts. Und als Lohnunternehmen bist du auch bei mir. Und dann nochmal schauen. Nee, da sehe ich nichts. Ich sehe nur meine Tiere. Ihre Tiere sehe ich nicht. Finde ich noch ein bisschen schade, wenn man dann so ein Lohnunternehmen hat und sie mich anstellt, fütter mal meine Tiere. Ja. Oder putz sie oder reit sie, aber ich habe keine Information. Jetzt könnte hier noch so wie bei Feldinfo, was wir eigentlich haben, wenn man da vielleicht vor dem Pferd steht, sieht, okay, das muss jetzt gestriegelt werden, das müsste gefüttert werden und bewegt werden. Wünschte ich mir noch so eine Info, was man ein- und ausschalten kann. Natürlich, wenn man davor steht, das sollte natürlich auch nicht lästig sein. Nein, aber beim Trecker sieht man es ja unten rechts ja auch. Ich meine, wie viel Sprit du hast und wie der Zustand ist, wieso kann man das nicht auch bei den Pferden machen? Ja, vielleicht machen sie da noch oder vielleicht gibt es dann irgendwann so einen Mod. Also das würde ich mir wünschen, damit auch quasi ich
als Lohnunternehmer für die Crew quasi ihre Tiere versorgen kann. Genau. Weil ich Als muss ja, Pferd. Entschuldigung, ich muss ja auch jetzt, ob schon es meine Tiere sind, wenn ich jetzt ausreiten gehe und ich muss jedes Mal wirklich ins Hauptmenü, also ins Menü switchen, um zu sehen, ist jetzt der schon auf 100% oder nicht. Also nicht mal als Eigentümer sehe ich das da. Aber des Weiteren habe ich jetzt auch, genau, was wir noch, die Frage nehme ich, ich glaube, du hast das gefragt, Mike. Als wir alles gefüllt haben an Essen, also sprich Stroh, Wasser, Heu und Hafer, es ging extrem viel ja rein in diese Futterkrippen. Genau, wie lange? Und genau, da war die Frage, ja, wie lange hält das? Also es hält extremst lange und ich habe es festgestellt, wenn ich je mehr Pferde ich dazu kaufe, umso größer wird dieser Speicher in den Futterkrippen. Ist also so. Du hast es doch noch gesagt, es kann ja nicht sein, das sollte sich nicht erweitern, aber es ist also so. Wenn ich jetzt hier alles komplett fülle, zwei Pferde dazu kaufe, kriege ich mehr rein. Ja, ich habe gemeint, der Futtertrog hat ja, der hat ja schon eine bestimmte Größe. Das sollte ja nicht abhängig sein von den Tieren. Also wenn man es richtig überlegt, oder? Dann passt Ja. halt, weiß ich, 3000 rein und dann ist der Futtertrog halt für 3000 Liter. Und nicht, wenn da zwei Tiere mehr kommen, passt auf einmal mehr rein. Gut, das ist natürlich nur Details, aber das muss man ja mal ansprechen, sage ich mal. Ja, natürlich. Ja, was ich eigentlich noch schade finde, habe ich glaube ich schon das letzte Mal gesagt, damit es bloß so eine kleine Koppel ist hier und nicht irgendwie ein richtiger Pferdestall. Wo denn zum Beispiel abends wenn um 9 hier das Licht angeht auf der Map, die Pferde nachher im Stall drin sind und nicht mehr draußen auf der Weide. Ja, das wäre auch ein Problem. Ist das bei den Hühnern so? Die Hühner schlafen abends. Ich weiß nicht, wie das bei den Pferden ist. Liegen, die schlafen ja am Stehen, glaube ich, oder? Ja, Pferde oft schlafen ja am ja. Stehen. Hühner hocken sich hin. Die Hühner müssten aber theoretisch abends reingehen, weil da der Fuchs unterwegs ist, meiner Meinung nach. Ja, Also es das gibt immer stimmt. irgendwo noch was, was verbessert werden kann. Aber ich sag, die sind wirklich so Sachen, was sehr nützlich wären, was man hätte wahrscheinlich mit wenig Aufwand hier mit reinmachen können. Ich will das Spiel nicht schlecht machen und. Aber ich Ja. finde es ein bisschen mickrig. Ja, es Groß ist es. Pferde angepriesen und dann hast du hier Genau. so eine kleine Weide und nicht mal einen richtigen Stall. Wollte ich Ich jetzt hoffe, auch da gerade kommt noch sagen. was. Ich hoffe, da kommt noch irgendwie modmäßig was, was man da noch hinstellen kann. Aber es ist natürlich auch traurig, weil sie ruhen sich ja dann eigentlich auf der Arbeit von Moddern aus, ne? Also auch Privatleute, die da extrem dann Zeit investieren. Also ich finde es cool, also mir macht es Spaß, das will ich vorneweg sagen. Das macht wirklich Spaß, auch mit den Pferden. Das hat für mich irgendwie den Alice so ein bisschen wieder Motivation gezeigt, das, ihn zu spielen. Aber eben, genau wie Mike sagt, es ist einfach extrem angepriesen worden und die Möglichkeiten sind extrem begrenzt. Auch das Striegeln, also das finde ich auch so das komplett krasse. Das habe ich jetzt ja vorhin gerade gemacht, als er erzählt hat, habt ihr vielleicht jetzt bei mir gesehen. Das sieht man einfach nichts. Man hört ein Geräusch und da reicht einmal tscht, und dann ist das Pferd komplett sauber. Und das ist ganz eine wichtige Verkaufsoption. Also das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt dann, um den Wert der Pferde zu steigern, die Sauberkeit. Und dass da nicht mal irgendwie eine klitzekleine Animation und irgendwie was ist, das ist extrem schade. Und naja. Was ich gerne noch ausprobieren würde, Ja. kann das Pferd jetzt schwimmen? Ah ja, stimmt. Ich nehme auch eins. Moment. Und wenn nicht, kann man es zurücksetzen? Oh, Oder ist es hey. denn, irgendwie? Also, sie hat ja hier unten, sie hat ja das Grundstück, sie hat ja ein Seegrundstück. Genau. Und sie machen ja eigentlich im Sommer macht man das ja noch oft, damit man mit den Pferden eigentlich ins Wasser geht. Kenne ich jedenfalls.
Also ich bin noch nie geritten, außer hier im Spiel, aber ich glaube, hab das schon gesehen im Sommer, wenn du da irgendwo am See bist, damit da manchmal Pferde kommen und da dann die Pferde drin warten. Genau, ja. Jetzt wäre das natürlich hier bei ihren schönen Teich, wäre das natürlich ideal. Ist das teuer, das Pferd, was ich habe? Auf welchem bist Ich du? sehe keinen Namen, ich sehe nichts. Das ist noch schade. Nicht, damit ich jetzt da 30.000 Euro versenke. Fünfzehntausend, wenn du auf dem bist. Ja, wahrscheinlich. Oh! 15. Was machst du? Was habe ich? War ich im Menü? Was hast du gemacht? Pferd Gusti ist wieder auf der Weide. Mike! Der Kopf war unter Wasser, kurz. Dann hat es ganz komisch geatmet. Zack. Also haben wir das auch geklärt. Die Pferde haben Angst vor Wasser. Also das ist ja, also ich hätte jetzt gedacht, man kann mit denen sicher da schwimmen. Ja, das sind so kleine Features, wo man sagt, das würde das Spiel tausendmal interessanter machen. Für die Pferdehaltung. Oh, die sind ganz nervös. Ja, ich glaube, Sind alle da? schlechten Eindruck von dir gekriegt jetzt. Ja, es war dreckig ein bisschen. Ah. Okay, müssen wir noch irgendwie was, was ist mit der Fütterung? Und da hast du schon alles gesagt. Was kriegen die nochmal alles zu essen? Also Hafer- und Heugemisch ist eigentlich am profitabelsten. Hafer reicht zwar auch. Aber wenn das jetzt stimmt, habe ich, ich kann es euch kurz hier bei mir im Menü noch zeigen. Also ihr seht, das ist ja super angezeigt. Ich, eben Wasser, Stroh natürlich und Hafer und Heu, so ein Gemisch. Ich glaube 70% Hafer und dann 30 Heu wäre so das Idealmaß, damit sich die dann auch zu 100% wohlfühlen. So wie jetzt zum Beispiel hier gerade der Gusti. Der fühlt sich jetzt hier zu 100% wohl. Oben die 30%, das ist die Ausbildung, die er hat. Die geht immer höher, die steigert sich jetzt auch mit dem Ausreiten und wie gesund er sich fühlt. Ganz zu unten mit den 87% hier beim Gusti ist jetzt sozusagen die Vitalität. Nein, doch, also die Sauberkeit, glaube ich. Den könnte ich jetzt wahrscheinlich wieder striegeln. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der steht. Ist das der Gusti da hinten? Also die wunderbar. Hier, genau. Komm schon. Zack. Oh. Jetzt ist das auf 100%, genau. Da wo du stehst, ist gar kein Pferd. Doch. Okay. Hat es ja auch oft gegeben, dass einer von uns eingeloggt hat und wir haben die Tiere nicht gesehen. Also ich habe auch schon meine eigenen Pferde nicht gesehen, musste wieder ausloggen, wieder einloggen. Genau. Irgendwie. Um das noch anzusprechen, Multiplayer. Multiplayer hat noch recht Probleme. Wir haben Server gemietet. Haben da jeden Abend Probleme überhaupt oder generell auf den Server zu kommen. Am Abend ist es am schlimmsten. Da brauchen wir sicher eine halbe Stunde, bis wir auf unseren Server kommen. Und dann hast du Sachen, wo ich habe dann gar keine Hühner mehr gehabt. Und die Pferde habe ich auch nicht gesehen. Und Genau. dann musst dich wieder einloggen. Dann hast du vielleicht Glück und es geht schneller oder nicht. Also Multiplayer ist noch so ein bisschen, ich glaube, da müssen wir auch noch was machen. Ja. Und man sieht sie dann sogar, also ich als Besitzer, mir wurde angezeigt im Menü, dass ich keinen Stall besitze, sowie auch keine Tiere. Also ich bin das erste Mal voll erschrocken, als ich das sah. Das ist ganz, ganz krass. Was ich noch habe zum Bemängeln, sag ich mal. Normalerweise hast du doch bei den Pferden auch Mist. Ja. Wieso gibt's jetzt für Schweine gibt's Mist, für Kühe gibt's Mist, für Pferde gibt's keinen Mist. Ja, das Jetzt stimmt. hätten sie doch hier irgendwie noch Mistdingens ranmachen können an der Seite, wo man sagt, wenn sie schon kein richtiges Haus haben, damit sie wenigstens noch Mist produzieren, was du
hinterher wieder irgendwie verkaufen kannst. Bei Pferdemist ist es eigentlich noch recht gut, soweit ich weiß. Ja, du hast Zum recht. Düngen, zum Düngen. Das finde ich schade. Ja, das stimmt eigentlich, habe ich gar nicht überlegt. Aber bei den Kühen Absolut. und Schweinen gibt es das. Gülle und Mist. Gülle haben die Pferde jetzt halt ja nicht. Aber Mist hätten sie wenigstens reinmachen können. Ja. Ja, weil Stroh mache ich ja auch rein. Genau. Und bis jetzt war es immer so, wo du Stroh reinmachst bei den Tieren, gibt es nachher auch Mist. Ja. Weil bei den Schafen kannst du kein Stroh reinmachen und die machen, produzieren auch kein Mist, so wie in echt. Ja. Stimmt. Also ich glaube schon, also die werden da, wir sind ja sicher nicht die Einzigen, die solche Kritikpunkte äußern. Und ich denke schon, dass da irgendwie noch was nachgepatcht wird. Das muss doch fast. Also das. Ja, was ich mir noch wünschen würde, wenn ich da, ich will ja, ich mach das, will das Spiel nicht schlecht machen, aber ich würde mir noch einen Mod wünschen, wo ein Pferdeparcours drauf ist, wo ich mit dem Pferd trainieren kann, was ich springreiten oder irgendwie so, was du platzieren kannst auf der Karte, wo du sagst, okay, ich will das hier auf meinen Hof, ich will das ganz woanders und kann dann da mit dem Pferd hin und das da reiten vielleicht. Ja, weil auf der Ravenport Map gibt's das ja auf der Range oben. Und ich dachte auch, dass ich finde das irgendwo im Verkaufsmenü, dass man das dann auch platzieren kann, weil da gibt es so einen Parcours, wo du springreiten kannst. Hast du den, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. Deswegen dachte ich, der wird doch sicher kaufbar sein, weil es wäre dann natürlich auch für den Spieler selbst, ist wie für mich, was habe ich jetzt, 8 oder 9 Pferde mittlerweile. Ich meine, das ist eine gewisse Zeit, die ich die alle reiten muss täglich. Wäre das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unterhaltsamer, so ein Parcours abzureiten, auch wenn das nicht schneller geht von der Zeit her oder was bringt, aber. Aber es wäre realistischer und es würde das Spiel ein besseres. Ja, du kannst halt im Spiel mehr machen, also realistischer spielen, so. Genau. Wer weiß, vielleicht haben die ein DLC geplant. Wo eben das. Ich finde es einfach wahnsinnig komisch, dass es so angepriesen wurde und eigentlich so simpel schlussendlich oder so einfach jetzt released wurde. Weil sie wissen ja, was benötigt ist, wie jetzt du eben sagtest mit dem Mist, einfach, dass so Sachen da nicht ja, weggelassen wurden. Vielleicht kommt dann DLC. Vielleicht. Vielleicht mit eben genau solchen Spielereien für Pferde. Das wäre natürlich mega cool. Lassen wir uns überraschen. Ja, definitiv. Ja, das war es eigentlich jetzt so ein bisschen zu den Pferden, weil wir haben auch gesagt, so einiges, was wir selbst gefragt wurden, jedenfalls auch ich noch auf einer anderen Map, wo ich im Spielen bin. Und deswegen haben wir uns gesagt, hey, wir machen doch ein Video, vielleicht stellt ihr euch auch solche Fragen oder wisst nicht genau, wie es funktioniert. Und so konnten wir vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen helfen oder auch die Überlegung abnehmen, ob ihr Pferde zulegen wollt oder nicht. Finanziell lohnt es sich bestimmt, also ich denke auf jeden Fall. Ja, ist halt ein großer Aufwand, wenn man die alle reiten muss, aber ich find's auch. Also, es macht Spaß. Das Reiten, das mache ich eigentlich auch gerne hier. Du kannst vor allen Dingen mit dem Pferd an Orten, wo du mit deinem Trecker, sag ich mal, nicht hinkommst oder würdest du gar nicht hinfahren, weil es viel zu lange dauert. Mit dem Pferd kannst du da noch so coole Sachen dir anschauen. Die ganzen Details, was sie wirklich in der Karte eingebaut haben, da haben wir auch noch nicht so viel gesehen. Das wird dann auch noch in den nächsten Folgen hier auf unserem Pferdehof Felsbrunnen wird das noch kommen, damit wir da so spezielle Orte auf der Karte besuchen mit den Pferden. Genau. Und ja, von daher macht es schon Spaß zum Reiten und die Karte zu erkunden. Und ja, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Schönes Schlusswort. Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen in der nächsten Folge vom Pferdeverhof Felsbrunn. Noch einen schönen Abend. Bis dann. Ja, schönen Tschüss. Abend, bis dann. Ciao, ciao.